So, Hallöchen zurück. Wir sind hier am Ende des ersten Aktes. Ich habe ein bisschen gespielt. Es war recht langweilig. Was ist das? Ja, genau. Wir waren ja hier in Tiprisen. Habe ich dort durchgespielt. Und diese Quest gemacht, vor allem mit dem Skillpunkt. Ja, zeige ich euch, wie ich geskillt habe. Also ich bin jetzt eben doch hier durchgegangen. Und werde dann das wegnehmen und gehe unten durch, damit wir einfach ja, das nicht mehr brauchen. Außer es hat etwas mit dem Totem zu tun, also wie weit der Totem zündet. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner hier oben wäre und der Totem hier, wenn er dann mit ohne denen ihn nicht trifft, aber mit denen ihn trifft, wäre es schon gut, nämlich. Weil es hat sonst nämlich nur das hier. Nicht hier. Wo war es? War es unten? Wo war es? Wo sind noch Toten? Irgendwo war es, dass man mehr Reichweite mit dem Totem hat. Range ist es. Range, Range. Range. Das ist Duration, nicht Range. Das ist hier oben. Hm. Ja, egal. Wir müssen nicht finden. Irgendwo muss es schon sein, aber. Es wurde ja recht viel geändert bei den Totem-Skills. Und zum Beispiel diesen hier war, gab es früher gar nicht. Ja. Aber wahrscheinlich ist es irgendwo anders. Keine Ahnung. Also jetzt gehen wir zum ersten Endboss. Ersten Achtboss. Töten wir ja sofort. Jetzt ist sie abgehangen. Nicht den Toten töten. Ja, sicher. Hallo? Ja, keine Ahnung. Okay, ich töte sie ohne Toten. So. Jetzt ist sie auch betoten. Hinsetzen für die zweite Form. Das kommt von hier. Ja, genau. Das ist ungefähr genau gleich wie die Nami aus Leech of Legends. Genau die gleichen Skills. Strudel. Leider nichts Gescheites gedroppt. Hm, okay. Aber jetzt gibt's hier oben. Für ihr Gegend sind wir hier drüben raus. Seit dem Sacrifice of Wahl Update. Ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. So. Unbedingt was trinken, sonst verdurste ich, ne? Ja, die Items. Kurz anschauen. Ja, nicht so viel umgetauscht. Habe hier zum Beispiel den Ring, noch ein bisschen Quantity drauf. Und hier Spell Damage von Magic Fan. Rarity Fan. So. Und sonst eben diesen Spell Down Shockwave Totem. Der leider nicht so gut ist, also die Reichweite einfach nicht so richtig stimmt. Nicht die Reichweite der Schockwelle, die ist schon recht groß, sondern wie der Totem die Gegner sieht, dann einfach taktiert. Ist leider nicht so gut, doch dafür haben wir das Welttotem mit dem Arc. Oh, das ist viel Damage. Ui, ganz viel Space. Arctic Armor. Ja, da ist eigentlich nichts Gescheites. Ich weiß nicht, ob ich Arctic Armor auch schon mehrmals habe. Hm. Purity of Ice. Lass mich mal in Ruhe. Fire Damage brauche ich nicht. Badge. Nein, ich brauche eigentlich nichts. Ich habe schon so viele Space. Okay.
Also sie hätten Quality, ja, aber dann auch nicht. So, ich möchte kurz schauen, ob hier ein Wahl-Area ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, ein gelber, klarer Gegner. Sweet Fellow. Graue Sünfen brauchen wir nicht. Ah, mich schon wieder. Okay, Schrein. So, die Gegner kommen jetzt noch. Ich weiß nicht, die Septen nehme ich jetzt nicht. Ich habe genug Schwerter, ich habe noch zwei Unique-Schwerter genommen von der Gilde. Das ist, wenn jemand es braucht. Weil ich es einfach dann mal verwenden will für einen Zyklon-Bob. War, sag ich schon, Duellist. Mit ein bisschen Crit wahrscheinlich. Keine Ahnung, mal schauen. Bekommt die 2 Unique, 2 Handschwerter richtig gut. Schon wieder Element Damage. Nein, danke. Was auch nicht. Also, weiters gehen. Wir müssen jetzt eigentlich direkt hier hingehen. Aber das nicht nehmen, sonst haben wir nämlich keinen Schaden von Space. Oder sollen wir zuerst in den großen Ring, um Element Damage zu holen? Könnten wir machen, weil wir sind erst mit Level 30 dann eigentlich recht. Oder wir könnten Fire Totem verwenden. Mal schauen. Ah, der hat 2 dieser schnellen Hämmer. Und hier leckt es gerade im Moment wieder Fabs wahrscheinlich. Tut mir leid. So, hier unten sind eigentlich die Skills, die ich nehmen will. Und Flametone ist aber Level 31, also ich dachte, es wäre früher, aber ne. Ich glaube, diesen Gem gibt es gar nicht, den haben sie rausgenommen. Das ist nämlich gut, da ich ein Quality plus 8 Gem habe. Das ist aber Level 40, also müssen wir noch ein bisschen warten. Weil Quality ist schon richtig stark. Ist das besser? Ich schon. So. Und jetzt, da ist noch Quality drauf, aber das Ding ist so schwach. Ich hatte doch einen anderen. Da. 22 eben. Ja, rausnehmen, das ist ja mega schwach. Ich leg die immer wieder rein, vielleicht braucht sie jemand anders. Weil ich merke wieder, es sind ein bisschen öfters wieder hier. Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen dem Deutschplatz. Ja, und jetzt möchte ich euch noch kurz die 2 Schwerter zeigen. Das sind die, Teminus Est und Rivals Shark. Sind recht stark im physischen Damage, das ist gut. Und 10 Mana auf der Kill. Also Unkill. Und das unterste ist vor allem schnell stark. Gibt einen Frenzy, also eine Raserei Shark, also Aufladung auf einen kritischen Treffer. Prima. Also der Arctic Armor könnten wir dann mal brauchen. Die anderen werde ich einfach so verkaufen. Hello. Ohne zu identifizieren. Oder ich nehme den mal. Instant Recovery. Ah, oh, so wenig Shark. Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Das ist wegen dem Instant Recovery, dann werden die Charges richtig wenig. So. So, also jetzt leckt es auch nicht mehr. Also, Flaps hat da ein paar Problemchen gemacht. Was hast du für Sachen? Du bist doch eine Magierin. Das ist doch sicher Magie-Sachen. Ein Orb of Chance, ein Orb of Alteration. Soll ich das kaufen? Conductivity ist Lightning Resistance. Hab ich aber. So, schauen wir mal kurz diese Stiefel an, aber wahrscheinlich ist es nichts Gescheites. Oh ja. Richtig schwach. Hello. Ja, jetzt bekomme ich jeden so einen Schrott. Weg da. Mal kurz schauen. Hast du etwas Neues? Ne, jetzt nehmen wir noch
die alten Items. Ich weiß nicht, wie die das tauschen, also wann die das tauschen. Ich hätte einfach gerne mehr von solchen Items. Aber die, das wäre dann zu OP. Ja, leider. So, mal kurz. Okay, die Aufnahme wurde kurz beendet. Tut mir leid. Muss im nächsten Mal im Fenstermodus starten. Irgendwie ist das nicht so gut beim Wechseln. So. Da dann die Scrolls mitnehmen. Und jetzt weiter. Also die Geschwindigkeit ist schon recht schnell mit dem Lightning Tentries. Das mag ich, den Spam mag ich. Leider ist er nicht so gut auf dem Totem, der Angriff. Aber wir könnten dann mal es probieren. Ja, ein Totem braucht eher Reichweiten-Space als irgendwelche Aura-Space. Weil sie halt eben schlechte Reichweite haben. Dafür sind sie dann umso stärker. Und defensiv, man kann dann voll auf Angriff machen. Auch nur für manche Dungeons und Maps. Das sind mehr defensive. Und die kann man dann mit Items holen. Momentan bekommen wir fast keinen Schaden. Und Teil ist auch wieder schneller als es geht. Also man ist verliert natürlich. Ach da. Ja, das ist wieder ein Asynchron. So, gehen wir in den Spinnen-Dungeon. Giftschlangen. Völlig durcheinander jetzt gerade. So. Ach komm, das synchronisiert. Oh, wieder ein bisschen mehr Lightning Damage. Jetzt haben wir es noch stärker. Wow, jetzt geht es schneller. Ja, komisch. Jetzt geht es alles schneller. Ich hab doch kein Spell-Geschwindigkeit bekommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr viel Asynchronität. Ich müsste die schon lange brutzen. Ach komm jetzt. Jetzt muss nicht wieder der Server belastet werden. Ja, der Server ist völlig überlastet. Tut mir leid. Naja, der Server ist sowas von kaputt. Ach, bitte, bitte, mach das gegen Bear Games. So wird das Spiel harter, dem Form einfach ein bisschen aktiver. Das ist, kann gerne mal ein bisschen reklamieren, dass die Server so ein bisschen asynchron sind und so weiter. Weil es ist schon, ja, was soll ich sagen, nicht spielbar am Abend. Und am Morgen eigentlich auch nicht, weil dann die Amerikaner auf dem Server sind. Das ja, so weiter. Oh, hier ist der Golden Gate. Okay. Kriegsboss. Wie nennt? Ja, jetzt stürzt. Ja. Aha. Ein unexpected disconnection occurred. Also. Aua. Das ist frech. In der Aufnahme natürlich selber Problem. Das ist doch mal frech. Also wirklich. Okay, geht aber. Was ist denn los? Schon gestern hat es wirklich große Probleme gemacht. Oh, Männer. Da muss gehen.
Also gehen wir zuerst hier. Also Penetrates brauchen wir jetzt noch nicht so. Oder doch? Weil das brauchen wir nicht. Lohnt sich das überhaupt? Weil, bei den Lightning Damage brauchen wir nicht unbedingt so. Wir gehen jetzt hier runter und nehmen vielleicht da. Nein, das ist nicht das. Irgendwo anders. Da. Das Fire-Residenz ist es auch nicht. Irgendwo hatte ich etwas gesehen, was recht gut ist. War es das? Aber das bringt es nicht so für Magier. Ja, okay, wir gehen jetzt hier runter, weil wir haben hier da Duration, wir haben hier Casting Speed, Damage, Resistenz und wir haben hier nochmal Casting Speed. Also gehen wir eigentlich direkt hier runter, bevor wir dann auf Level 29, 28, 27, 26, 25, ab Level 25 können wir nach oben gehen, okay. Dann gehen wir jetzt runter und wir sind jetzt 19, okay. Warte noch kurz schauen, ja, wir haben den einen Head noch, also es hat gespeichert. Ich hoffe, es geht noch recht gut, ich hoffe, dass es auch mit einem Patch dann ein bisschen besser geht. Ah, und es hat sogar das Gebiet gar nicht erneuert, gut. Können wir nur durchlaufen. Machen wir mal Speed-Trank. Quicksilver Flasks. Genau. Dann müssen wir oben durch wieder. Oder gehen wir gerne unten durch. Ich wollte keinen Toten beschwören. Da unten durchkommen. So. Haben wir ein paar Gegner noch zu erledigen. Sehr schön. Da hat jemand geschrien, das war wahrscheinlich einer der das war einer der Gegner von also den ja nicht von den Söldnern. Schade. Ich wollte noch ein paar Dinge machen. Jetzt leckt's wieder, also an der FPS liegt's nicht. Es ist so hakelt. Es liegt im Server. Ach, wieso habe ich denn so Probleme? Chat schauen, ob es die dort irgendwas reklamieren, aber ich glaube nicht. Es hakelt, es hakelt, es hakelt. Das ist eine Marker-Rock-Ultime. Okay, jetzt kommen wir in die zweite. Ah, ja. Ich hätte gerne dieses Spiel im Singleplayer-Modus. Das hilft. So, ich hab. Tschüss. Laden. Gut. Du kannst nicht Schaden erleiden. Und
das ist wahrscheinlich wegen dem, wenn man in ein neues Gebiet kommt, wenn man sich noch nicht bewegt, dann hat man so einen Schutz. Genau. Na, Spinnen, was seid ihr? Hallöchen, Papöchen. Die mag ich nicht, die sind neu und sind blöd designt. Da ist ja schon das Spinnenzeugs. Da ist die Höhle. So. Einer meiner Lieblings-Dungeons, obwohl sie ein bisschen nerven, die Gegner. Es ist recht cool, so eine Art Ehegarten. Oh, hat's nicht geschafft. Ich wollte mal testen, ob er es schafft, dann Gold in die Spinnen zu retten. Ah, diese Blitzstrikes, ne? Mit der Synchronität ist nicht so gut zu spaßen. Weil die Blitzstrikes produzieren immer so Asynchronität. Das kann schmerzhaft sein. Oh, ein Chevrolet. Gut. Das ist der mit dem Sockel. Sehr gut. Da ist mal nix. Auf die andere Seite vielleicht. Okay, aber ich möchte runter, nicht wieder rein. Nein, nicht wieder rein. R. So. Und Q. Komm. Schön, also richtig die Damage gekloppt. Das war schön. Kommt alle, Spinnen. Und er ist tot. Der war am leichtesten. Also ich war, glaube ich, noch nie so gut bei dem. Okay, ist auch wegen dem OP-Items, die ich habe, aber es ist Wahnsinn, also. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da runter soll oder. Nein, das will ich ja eben nicht. Genau. Das will ich eben nicht nehmen. Weil es eben nicht auf den Space viel bringt. So. Ja, was wollt ihr mir geben? Physical to Lightning, nö. Cold of Fire auch nicht. Ja, ich habe alles schon. Also Cold of Fire oder Physical to Lightning. Physical to Lightning ist besser. Also mal schauen, habe ich dann schon irgendwo hier. Müsste ich irgendwo haben. Da oben, ja. Also einmal habe ich ihn sicher. Ich tue ihn einfach mal hier hin. Und das ist Cold to Fire, okay. Das ist auch Physical to Fire, okay. Ja, da habe ich schon zweimal, aber trotzdem ist viermal. Oh nein, einmal. Zweimal. Dreimal habe ich ihn. Okay.
trotzdem eben von diesen Space, von den seltenen Space kann man nie genug haben. Auch wenn man genug Platz habe, also ich habe noch genug Platz. Eben später, wenn wir den Unix farmen, dann wird es vielleicht ein bisschen schwer. So. Und das ist ein Feuerstab. Wenn ich den Blitzstab Pendant von dem habe, dann war es geil, ja. Aber leider habe ich den nicht. Spell. Ich nehme den, weil Quantity ist immer gut. Flask. Effect Duration auch. Jo. Also, Glassbau Bubble, die habe ich recht viele. Ja. 42, 52 habe ich. Ab trotzdem ein bisschen mitnehmen. Hello. Oh je. Wieso bekommt man eigentlich so einen Schrott, wenn man Items verkauft? Ich weiß es nicht. Habe ich hier, ja. So, einen Waypoint habe ich hier. Jetzt gehen wir mal in das nächste Gebiet. Ich hoffe, das Video ist noch nicht zu lange. Weil ich kann eben nicht nachschauen, weil ich kein Fenster habe. So. Und kein Wecker, nichts da. Ja, jetzt kommt das Gebiet mit den Selbstmordnachtpferden, Isis, Pendants. Ja, aber wo ist dann der Eingang zu den... Hallöchen. Hallo. Mal ein bisschen schneller bewegen. Das ist der Boss. Du kannst mich teleportieren, okay. Tempest Shield. Richte ich eigentlich auch nicht mehr. So, jetzt geht der Server wieder besser. Seht ihr, also es ist recht gut. Keine Diskontinuität mehr. Keine Ahnung, was sie manchmal machen. Vielleicht irgendwas mit dem PvP ändern oder von diesen Runs. Aber je nachdem, wo ihr wohnt, ist es besser. Also bei mir ist es nicht so gut. Wahrscheinlich, weil ich im Jura wohne, also in den Bergen. Schon so sozusagen. Den Plattenbären. Schwarzwald. Nicht genau Schwarzwald, aber in der Nähe von Schwarzwald. Nicht in der Schweiz. So, wir müssen noch gut schauen, wo der Ding ist. Da ist er. Der Waypoint, weil den kann man nicht so gut sehen. Übersieht man meistens am Weg. Er ist immer am Weg, aber er ist relativ schwer zu entdecken. Und jetzt hakelt es wieder ein bisschen. Jetzt dachte ich, es sei gut. Ich muss wieder haken. Nicht asynchron werden, bitte. So,
Sonst kommt der Drago ins Entwicklerstudio und macht den Server auf Turbo Speed. Ich pimp den Server. Pimp mein Server. Die neue Show im Internet. So, hier ist die Frau. Das sieht man an den kleinen Steinchen. So. Oh, ich freue mich schon auf den Deutschbett zu sehen, sogar. Explodiert einfach plötzlich dumm. Er hat einfach keinen Bock mehr. Der. Ja, ja, macht ihr wenig Damage. Da muss man wirklich mal. Aufpassen, auf. Ich bin jetzt. Wie viel? 21. Okay, dann habe ich mehrere noch. Dann ist es, glaube ich, Level 25, ja. Blöde. Blöde Schlange. Ja, genau. Ich will die zwei aufnehmen, kann sie nicht, aber das in der Mitte nehme ich auf, das was ich nicht brauche. Hallo, wie lange geht's noch bis zur Dame Hexe da? Nicht lecken, bitte, nicht schlägen, bitte, bitte nicht schlägen. Also, uff. Wenn man ihr hilft, dann bekommt man Mana, wenn man sie killt. Fliegt man vom Server. Okay, vergesst es. Heute ist wirklich schlecht. Ich werde morgen Vormittag nochmals aufnehmen. Aber jetzt geht's gerade nicht. Also man fliegt immer wieder vom Server, weil irgendwie belastet ist. So 100.000 Leute spielen oder so. Ja, das ist halt ein beliebtes Game. Und kann man nichts dafür. Die Server sind nicht belastet. Und man fliegt halt einfach so. Ohne Vorwarnung. Also, Dankeschön fürs Schauen und hoffen wir das Beste, dass es dann bald besser geht. Tschüss!